zu Pokémon Blattgrün. Wir sind hier immer noch unterwegs. Was ich das zunächst einmal machen werde, ist, dass ich ganz kurz die Queen heilen werde. Und anschließend, ich meine, ich könnte mich jetzt theoretisch schon zurück nach Azuria City begeben. Beziehungsweise, das hätte ich schon vor Major Bob gekonnt. Da, ich dort mit dem Zerschneiderbusch weiter kann. Also, es ist möglich, dass man erstmal weiterkommt, ohne diese Arena zu machen. Spätestens, wenn man fliegen möchte, muss man halt zurück. Aber da Fliegen auch mehr oder weniger optional ist, kann man tatsächlich mehr oder weniger bis zum Ende oder gegen Major Bob zu kämpfen. Das ist ziemlich lustig. Während man zum Beispiel andere TMs, zum Beispiel Surfer, dringend braucht. Na gut, Dictas Höhle. Das ist cool. Dirk hat einen Tunnel gegraben. Er führt direkt nach Vatania City. Und cool hat er damals tatsächlich auch schon in den 1996 erschienenen Pokémon Rot-Blau-Gelb gesagt. Also das Wort war da schon ziemlich in Mode. Ich kann es nicht so genau einschätzen, weil, ja, damals war ich gerade 4. Also, gut, die deutsche Übersetzung war natürlich etwas später, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist nicht unbedingt etwas, was man in einem, ja, jetzt fast 20 Jahre alten Text erwartet. Aber gut. Vor allem, weil, ja, ich meine, gut, ich weiß ja nicht, wie weit das Wort zu der Zeit war, aber es braucht ja immer ein bisschen, bis ich das aus dem Englischen, bis das aus dem Englischen kommt. Also wenn ich zum Beispiel schaue, als ich klein war, gab es das Wort Chill noch nicht. Das kam erst im Laufe der Zeit und hat dann auch immer mehr gesellschaftliche Akzeptanz gefunden. Also Pokémon, die es hier gibt, ihr seht, es gibt hier nur Dicta. Und das sind 95%, die hier Dictas kommen. Also fast nur. Zu 5% kriegt man auch mal ein Dictree. Und das ist dann relativ cool, sage ich mal. Aber das sind eben, wie gesagt, nur 5%. So, ich glaube, es setzt sich mal Giftstachel ein, da ich mir überlege, mal eins zu fangen, tatsächlich. Komm, vergift. Verdammt. Aber ich glaube, ich kann diese Generation Pokémon noch fangen, wenn sie unter der Erde sind. Das werde ich jetzt einfach mal probieren. Ich glaube, das geht damals noch. Das geht heutzutage, glaube ich, nicht mehr. Also ich glaube, ich habe es ausprobiert und es ging nicht. Aber ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Also gut. Dicta. Dieses Pokémon lebt in einem Meter unter der Erde. Es frisst Wurzeln und kommt selten an die Oberfläche. Jetzt haben wir gerade ein bisschen was vom Pokédex gesehen, den ich euch auch mal zeigen möchte, denn der Pokédex ist hier dann doch anders als in so ziemlich jedem anderen Pokémon-Spiel. Nee, ich möchte ihn Wiener nennen, wegen Wiener Würstchen. Oder den Box 1 übertragen, jetzt haben wir. Warum ich das gemacht habe, nun, ich muss auch ein bisschen auf meinen Pokédex achten, wie gesagt, ich brauche am Ende 60 Pokémon. Und wenn ich da relativ einfach Pokémon nebenher bekommen kann, wie eben jetzt Dicta, und die Chance, hier auf den Dicta zu treffen, ist 95%, und ansonsten aber ein Dicktree, also unglaublich hoch. Von daher lohnt sich das durchaus. Und Dicta ist auch nicht so schwer zu fangen. Dicktree hingegen hat eine relativ niedrige Fangquote, wenn ich mich richtig erinnere. Und es kommt hier, wie gesagt, auch dementsprechend seltener. Letztendlich Dicta hat ansonsten, glaube ich, nur eine, oder zumindest ein Gold, Silber, Hot Gold und so Silber, nur eine 90%ige Chance, ein Dictree eine 10%ige. Ist auch später im Spiel, muss man bedenken, aber ja. Im Festhol ist es stockdunkel und furchtbar gruselig. Wenn du ein Pokémon mit einem Blitz für Licht sorgen könnte. Ja, das werden wir uns dann noch anschauen. Jetzt sind wir erstmal wieder hier zurück auf der Route 2. Na, komme ich das hier bekannt vor? Die chillige Musik, die hier spielt. Das ist cool. Ich habe ja damals gesagt, wir kommen hier noch nicht hin. Jetzt können wir mit dem Zerschneider theoretisch ja auch zurück. Dictas Höhle. Und ihr seht, wir haben jetzt auch wieder die Möglichkeit, nach Marmoria oder Azuria, beziehungsweise nach Marmoria oder Vatania City zu kommen. Jetzt, wo wir den Zerschneider haben, was eben von Azuria City aus nicht möglich ist, weil das ein Punkt ist, wo man nicht zurückkehren kann, was auch einmalig ein Pokémon ist. Auch wenn ein Pokémon ausscheidet, kann es weiter Spezialtechniken, wie zum Beispiel den Zerschneider, anwenden. Eben auch ein Grund, damit man nicht irgendwo gefangen wird. Ich suche nach Abra. Tauscht das gegen Pantimos? Ich hab gerade keine Abra. Och nö, wenn das so ist, sonst ist es ein echt guter Tausch. Abra ist zwar schwer zu fangen, aber Pantimos kann man gar nicht fangen. Also insofern ist das definitiv ein Winning Trade, würde ich mal sagen. Aber gut. Ups. Gehen wir mal hier hinein. Sobald eines deiner Pokémon Blitz erlernt hat, kannst du dich in den Felstunnel wagen. Hast du auch schon mal was zum Blitz gehört? Ja, Blitz, das ist gut, dass du das sagst, weil, hallo, also erinnerst du dich, ich bin der Professor Eisassistent? Ja.
Nun, wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Die Form 05. Und was ist das? Ja, das ist Blitz, von dem du immer geredet hast. Es ist gerade ziemlich geschickt, dass du das so sagst. Und also hast du 10 unterschiedliche Pokémon gefangen? Ja. Super, du hast 12 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse. Das hast du dir richtig verdient. Oh, danke. Mit der Form Blitz kann man selbst die dunkelsten Höhlen erhellen. Mit der VM Blitz kann man selbst die dunkelsten Höhlen erhellen. Mit der VM Blitz kann man... Sag mal, bist du gerade in einem Tonband-Fail drin gefangen, oder? Dass du immer wieder das Gleiche abspielst. Ja, Aether ist hier noch und da können wir uns auch gleich wieder zurück durch den Diktat-Tunnel begeben. Ja, wir haben Paraheiler, auch sehr schön. Und ja, das war's. Ich möchte jetzt noch ganz kurz einen Blick auf den Pokédex werfen. Ihr seht, 58 haben wir schon gesehen, 12 gefangen. Also zum einen haben wir hier die numerische Ordnung. Das ist vollkommen normal. Gut, es werden auch die Typen hinten dran gezeigt. Also das Rosanrubin sah auf jeden Fall anders aus, weil das sah alles ein bisschen moderner aus. Hier sollte halt wie das alte aussehen, nur halt ein bisschen aufgepeppt, aber das hier ist komplett neu. Hier sind nämlich nach Einwohnung oder nach Wohnorten der Pokémon ist es hier gegliedert, die Pokémon. Also wenn ich dann mal alle Pokémon habe, was ich plane bis zum Ende des Spiels, zeige ich euch das hier mal. Hier ist Wald, Küste, Ufer, Wasser, Höhle, Berg, Wildnis in der Stadt und seltene Pokémon. Das sind Stadt zum Beispiel Slimer und Smogon. Also das finde ich ganz interessant, dass man hier diese Zuordnung nach Gebieten macht. Klar, bei nur 150 Pokémon ist es auch ein bisschen leichter. Und 150 ist der kleinste Dex, den es jemals gab. Es gab zwar auch andere Spiele, die diesen Dex egalisiert haben. Also zum Beispiel Diamond und Pearl hatte nur 150 Pokémon. Das war sehr wenig. Leider Platin hatte dann glaube ich 220. Das war dann wesentlich besser. Und natürlich auch Schwarz und Weiß. Ebenfalls nur mit 150. So Erinnerung an die alten Tage. Aber da wird dann Schwarz, Weiß, 200-300 Pokémon. Das war dann auch wieder wesentlich besser. Und links ist man eh komplett ausgerastet mit 450 Pokémon. Da war es eigentlich, um zu erklären, genau das soll ich vielleicht auch mal erwähnen, wie es war. Also da komme ich jetzt einfach gerade auf das Thema. Davor war hier Attacken zu finden. Beziehungsweise gute Pokémon, die ich hier benutzen kann, ja. Das Problem ist, gute Pokémon hier zu benutzen ist schwer, einfach auch weil damals sowohl keine Trennung zwischen physischen und Spezialangriff war. Das heißt, dass ich, was das angeht, ziemlich determiniert war auf ein paar wenige Pokémon, weil einige es einfach nicht gebracht haben, weil man denen auch keine gescheiten Attacken beibringen konnte. Und man hat hier zudem noch nur 150. Und hier ein Pokémon zu finden, war unglaublich schwer. Und das ist ungefähr so, wie wenn man, keine Ahnung, sich in Geschichte eine Quelle anschaut oder irgendeine Thematik hat und zum alten Rom oder zu Griechenland da vielleicht 2 oder 3 Quellen hat, da hat man vielleicht, oder auch wenn es ums Mittelalter geht, aber vielleicht irgendwie 2 Historien, die was erzählen oder ein Brief, der aus der Zeit ist, wo man dann so gewisse Schlussfolgerungen ziehen kann. Aber man hat einfach viel, viel zu wenig Material, um mit Sicherheit irgendwelche Aussagen machen zu können. Und in X und Y fühlt man sich dann hingegen wie in der amerikanischen Geschichte, wo du plötzlich da bist und einen Liter Lastwagen voll von Quellen hast und tausende Artikel, Briefe, die gefunden wurden, Gesetzesvorlagen und alles ist zur Verfügung. Und du hast dann, und da weißt du dann hingegen nicht, ja, wo soll ich denn anfangen, bevor ich in den Quellen nicht trinke? Also so in etwa kann man das Verhältnis hier vergleichen, wenn man versucht, ein Team in Feuerrot, Blattgrün zusammenzustellen, eins in X und Y zusammenzustellen. Es ist beide Male keine einfache Aufgabe, das kann ich euch sagen. Aber aus je unterschiedlichen Gründen. Okay, das ist die Route 11. Ihr merkt, wir weichen mal wieder etwas chronologisch ab. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Also wir haben, wenn ihr euch erinnert, Route 1 war ja zwischen Alabastia und Vertania City. Und dann sind wir danach direkt zur Route 22, die eben zum Indigo-Plateau, zur Pokémon-Liga führt. Danach kommt hier nochmal weiter. Route 2 zur Marmoria City. Route 3 zum Mondberg. Route 4. Aber dann Route 24, Route 25, und deshalb wieder Route 5 nach Orania City, Route 6, aber jetzt sind wir hier Route 11. Also, ihr merkt, die Routen sind nicht unbedingt chronologisch sortiert, nach der Art und Weise, wie man sie gehen kann. Sie sind hingegen tatsächlich in, ja,
Optionalität mehr oder weniger ein bisschen gegliedert, sag ich mal. Die hießen übrigens früher Zocker, glaube ich, jetzt heißen sie Spieler. Ja, ich meine, wenn das so ein großer Unterschied ist. Wie gesagt, es ist alles ein bisschen anders. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, tut mir leid. Boah, das ist jetzt scheiße. Ich weiß nicht, warum es immer solche Kleinigkeiten gibt, die mich komplett rausbringen. Da fällt mir irgendwas auf, aber irgendwie zerstreue ich damit meine Gedanken komplett und das ist eigentlich nicht gut. Also, gut, eine Sache merkt man, das ist ein bisschen klein. Ach ja, genau, ich habe über Routen geredet. Wie gesagt, das ist nicht unbedingt chronologische Reihenfolge. Jedoch, wie gesagt, Optionalität, zumindest in diesem Zeitpunkt schon. Also, gut, natürlich, man muss zu den Routen 24 und 25, um in Richtung Bild zu kommen. Also, sonst kommt man nicht auf die MSN. Aber wenn man, nehmen wir mal an, man würde eine Reise durch Kanto machen, dann müsste man diese Routen nicht besuchen, weil man von dort aus gar nicht weiterkommt. Da kommt man nirgendwo hin tatsächlich. Und so ähnlich ist es ja, wenn man sich das hier mal genauer überlegt. Weil, ja klar, Route 1, 2, 3, 4 und 5, das war ein ganz klarer Weg, der eben nach Saffronia City geführt hat, ohne große Umwege. Und von daher, wenn man so die Nummerierung sich anschaut, macht es durchaus Sinn. Wie gesagt, da haben wir jetzt eben die Route 11. Die ist jetzt ein bisschen off track, aber ihr werdet es noch sehen. Also die Route 7, die kommt früh genug. Und wenn ihr euch erinnert, von Azuria City aus war das damals, da gab es ja noch diesen einen Zerschneiderbusch, den ich zerschneidern konnte. Da komme ich eben dann tatsächlich auf die Route 7. Also von daher macht es schon einen Sinn in gewisser Art und Weise. Ich verstehe dann zwar nicht ganz, muss ich ehrlich sagen, warum man von Azuria oder von Azuria City erstmal nach Süden zwei unterschiedliche Routen hat. Und dann nicht hier mit der Route 7 weitermacht, weil das hätte eigentlich schon mehr Sinn gemacht tatsächlich. Von hier kommt man genauso nach Lavandia, aber gut, um hier vielleicht eine kurze Klammer zu setzen. Kurz die Pokémon, die man hier fangen kann, das ist relativ wenig tatsächlich. Also von daher, das sind jetzt keine riesigen Zahlen. Pokémon, die hier fangbar sind, Habitak kann man hier zu 35% finden. Das ist jetzt keine große News, auch wenn Habitak cool ist, aber den haben wir ja schon öfters gesehen. Traumato zu 20%. Traumato hingegen ist neues, interessant, ist ein Psycho-Pokémon, eher etwas auf die Defensive ausgerichtet, hat aber auch ganz interessante Fähigkeiten. Und gerade dem Zeitpunkt, wo Psycho nicht mehr durch seine überragende Offensivkraft prahlen kann, kann man sich den vielleicht durchaus mal anschauen. Und dann eben Rattan zu 40% in Feuerrot und Sandan zu 40% in Blattgrün. Das sind so die beiden wichtigsten Pole, sage ich mal. Übrigens, dieser Arbeiter, gegen den ich hier kämpfe, wo wir die Magnetilo sehen, die auf jeden Fall sterben werden, weil sie hatten damals noch keine Robustheit. Beziehungsweise Robustheit hat bis zur fünften Generation nur die Wirkung gehabt, dass sie vor K.O.-Attacken schützt. Aber da hat die so gut wie nie jemand bin, oder da war diese Fähigkeit so gut wie unbekannt, weil die im Prinzip keinen wirklichen Vorteil gewährt hat. Nur die wenigsten haben tatsächlich mit K.O.-Attacken gekämpft. Erst seit sie diesen Fokus-Gurt-Ersatz hat, ist sie wirklich die Nummer, die sie heutzutage ist. So viel allerdings nur am Rande. Aber nee, der hatte genau ein Magneton. Okay, das hat er hier auch. Cool, das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Aber da hat er auch ganz random einen rot-blauen-gelben Magneton. Ich glaube aber, das war etwas stärker. Okay, in Gelb weiß ich es nicht genau, muss ich dazu sagen. Jetzt sind wir nicht sagen, rot-blau-gelb. Ich erinnere mich kaum noch an Gelb. Von daher, seht es einfach als ein Ja bei Rot-Blau, ein Vielleicht bei Gelb. Müsste eigentlich, ich weiß es aber nicht mehr. Weil ich habe das Spiel ein oder zweimal gespielt. Das war damals so, dass ich Pokémon Gelb, also gut, die Geschichte ist etwas länger. Ganz am Anfang hatten wir
hatten wir einige Spiele, die aber leider alle gestohlen wurden. Ja, sehr assi. Auf jeden Fall haben wir dann irgendwann wieder ein paar Spiele bekommen. Und ich habe eben Pokémon Gelb bekommen. Und da habe ich mich erst gefreut. Aber es gab eben eins, was ziemlich scheiße war, nämlich dass der Missing No Glitch nicht ging. Und mein Vater hatte damals zwei blaue und eine rote Edition. Und der hat die ganze Zeit den Missing No Glitch benutzt ohne Ende. Und hat sich Sonderbonbons, Amas geholt und Meisterbälle. Und ich war so, weil ja, ich hätte es auch schon auch gern gemacht, aber das war mir nicht wirklich vergönnt. Wie gesagt, wegen der Tatsache, dass ich Pokémon Gelb hatte, da ging es nicht. Da ging es nicht. Der Mewglitch geht zwar, der dafür in der japanischen Version von Pokémon Blau nicht geht, wohingegen in der japanischen Version von Pokémon Blau der Missing No Glitch geht. Und es ist alles unglaublich verwirrend und ich verstehe gar nicht, wie solche Glitches überhaupt. Also, ja, warum die auch nicht gefixt wurden. Ich meine, der Missing No Glitch war ja bekannt. Also, der war ja auch schon bekannt, bevor das Ding hier lokalisiert wurde. Von daher, ich verstehe es nicht. Aber auf jeden Fall, ja. Und da habe ich dann geweint und irgendwann dann mal habe ich auch eine blaue bekommen. Und ja, da bin ich dann abgegangen. Weil dann konnte ich auch endlich mal mir durch die Sonderbogen stärkere Pokémon holen. Ich meine, warte nicht ernsthaft, dass ich damals wusste, was EVs und DVs sind, oder? Zumal man DVs in der ersten Generation sowieso, also, erstens konnte man überhaupt nicht feststellen, was für DVs es gab. Gut, ich meine, jetzt kann man schon feststellen, weil man jetzt weiß, wie viel Maximalwerte man rausbekommt. Aber damals waren solche Sachen komplett undokumentiert und unbekannt. Aber nee, es gab ja auch keine Möglichkeit zu züchten. Also das, was wir jetzt kennen, haben wir gar nicht. Gut, wenn man sagen muss, dass man das eigentlich erst ab der 6. Generation hat, weil davor züchten auch nicht so viel gebracht, weil es random war, welche Pokémon oder welche EVs Pokémon haben, wenn sie gezüchtet oder wenn sie ausschlüpfen. Von daher kann man das nur schwer als Maßstab nehmen. Und ich muss sagen, ich amüsiere mich echt hier im Hintergrund, wie Nidoqueen alles platt zu walzen scheint. Also sie hat damit überhaupt keine Mühe tatsächlich. Und vorteilhaft ist natürlich auch an der Sache, dass sie selbst nicht vergiftet werden kann. Also wenn ich Gift-Pokémon angreife, kein Problem. Und sie zudem eben diese schöne Giftdorn hat, was manche Pokémon vergiftet, wenn sie angreifen. Also das ist schon echt hübsch. Was ich jedoch schon schade finde, ist, dass ich noch ein bisschen auf mein nächstes Teammitglied warten muss. Ich meine, es dauert jetzt nicht so lange, aber trotzdem würde ich mal gerne ein anderes Pokémon trainieren, weil die beiden halt schon ziemlich stark sind, aber ja, da wird es keinen Weg dran vorbeiführen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe wirklich mein Bestes gegeben, hier ein anständiges Team zusammenzustellen. Also von daher kann man da jetzt echt nicht sagen. Ich bin froh, dass ich jetzt überhaupt schon zwei Teammitglieder habe. Weil ursprünglich hatte ich überlegt, ob ich wirklich Nidoking nehmen soll, weil, ja, weiß nicht. Aber ich meine, letztendlich habe ich mich dann gesagt, okay, dann nehme ich ja Nidoqueen und diese Entscheidung bereue ich überhaupt nicht. Sie ist natürlich nicht ganz so stark im Offensiven, dafür aber ein bisschen besser im Defensiven und allgemein bin ich sehr, sehr zufrieden mit ihr, muss ich wirklich sagen. Also, das ist bisher sehr peak-fein. Und daher kann man da überhaupt nichts anmerken. So, und während ich hier ein wenig philosophiert habe, sind wir jetzt schon fast hier mit der Route 11 durch. Die wirkt etwas kleiner als sonst. Das liegt allerdings auch wirklich daran, dass, wie gesagt, die Teils viel näher zusammengerückt sind, als sie noch bei Rot-Blau und Gelb waren. Also ihr müsst euch das nochmal anschauen. Oder natürlich, der Scream hat weiter rausgezoomt. Das glaube ich aber nicht, weil die Figur in der Mitte scheint mir noch genauso groß zu sein wie in Rot-Blau und Gelb. Aber man merkt schon wirklich einen Unterschied. Also wenn ihr mal darauf achtet, dann, ja. Ich habe noch nie gewonnen, ja. Wenn ihr euch vorhin, ich weiß nicht, ob ihr die Texte mitverfolgt habt, aber vorher gab es einen Spieler, der gemeint hat, er hat noch nie gewonnen. Er hat noch nie verloren. Und wenn ich mir jetzt den da als Vergleich anschaue, habe ich das Gefühl, dass da eventuell Parallelitäten liegen. Weil wenn der eine sagt, er hat noch nie verloren, der andere hat noch nie gewonnen, dann glaube ich mal, dass der noch nie verloren hat, weil der hat nämlich ein ziemlich beschissenes Team, bisher nur gegen den da gekämpft hat.
Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das sein kann, weil da hat er vielleicht noch mal ein Fukalono und ein Vulpix. Und das sind Pokémon, die eigentlich besser sein sollten, als die, die man auf dieser Route trifft. Also diese Radikals und Radfratz und... Gut, Radikal kann es nämlich böse sein, wenn er dann mal Super- und Hyperzahn hat. Aber trotzdem ist Fukalono eigentlich schon eine Marke und Vulpix eigentlich auch. Natürlich jetzt nicht so wie heutzutage, gerade wegen... wegen Dürre, aber ansonsten steht es trotzdem gut, sein Pokémon. Falls du noch lavendieren möchtest, empfehle ich dir den Felstull. Du kannst den Felstull von der Azuria City aus erreichen. Ja, guter Tipp. Aber ich beende jetzt mal erstmal den Part. Danke für eure Aufmerksamkeit bei diesem Part. Pokémon Blattgrün. Danke für Daumen hoch. Das nächste Mal geht es hier weiter. Bis dann.